Das tägliche Wort Gottes. Der siegreiche König sitzt auf seinem herrlichen Thron. Er hat Erlösung zu Wege gebracht und sein ganzes Volk angeführt, um zu erscheinen in Herrlichkeit. Er hält das Universum in seinen Händen und mit seiner göttlichen Weisheit und Macht hat er Zion erbaut und befestigt. Mit seiner Majestät richtet er die böse Welt. Er richtet alle Nationen und alle Völker, die Erde und Meere und alles Lebendige darin, als auch diejenigen, die trunken sind vom Wein der Unzucht. Gott wird sie gewiss richten. Und er wird ihnen gewiss zürnen. Und darin wird Gottes Majestät offenbart werden. Derartiges Gericht wird unmittelbar sein und ohne Verzögerung ausgeführt werden. Das Feuer von Gottes Zorn wird ihre abscheulichen Verbrechen verbrennen und Unheil wird ihnen jederzeit widerfahren. Sie werden keinen Weg des Entkommens erkennen und keinen Platz zum Verstecken haben. Sie werden weinen und mit ihren Zähnen knirschen, und sie werden Vernichtung über sich bringen. Die siegreichen, geliebten Söhne Gottes werden gewiss in Zion bleiben und es nie wieder verlassen. Die Menschenmengen werden genau auf seine Stimme hören. Sie werden aufmerksam auf seine Taten achten und ihre Stimmen des Lobgesangs für ihn werden nie aufhören. Der eine wahre Gott ist erschienen. Wir werden Gewissheit über ihn haben, im Geist und ihm dicht folgen und unser Bestes tun, um ohne Zögern vorwärts zu eilen. Das Ende der Welt entfaltet sich vor uns. Ein ordnungsgemäßes Leben in der Kirche sowie die Menschen, Angelegenheiten und Dinge, die uns umgeben, verstärken unser Training. Wir sollten uns beeilen, unsere Herzen zurückzunehmen, die die Welt so lieben. Wir sollten uns beeilen, unsere so vernebelte Sehkraft zurückzunehmen. Wir werden keinen Schritt weitergehen, damit wir nicht die Grenzen überschreiten. Und wir werden unseren Mund halten, damit wir nach Gottes Wort leben können. Und nicht länger werden wir über unsere Gewinne und Verluste streiten. Schwöre deiner Vorliebe für die säkulare Welt und den Reichtum ab. Ah, befreit euch davon, von eurem klammernden Festhalten an Ehemännern und Töchtern und Söhnen. Schwöre deinen Ansichten und Vorurteilen ab. Wache auf, denn die Zeit ist knapp. Lass deinen Geist nach oben blicken. Nach oben blicken. Und lass Gott die Kontrolle übernehmen. Lass nicht zu, dass du wie Lots Frau wirst. Es ist so bedauernswert, verworfen zu werden. Wie bedauernswert in der Tat. Wach auf!
sitzend hat er sein Volk gerettet und leitet es, damit es in seinem Glanz erscheint. Alles ist beständig in seiner Hand, durch seine heilige Weisheit und so. Zur Seite gestoßen zu werden, in der Tat wie er will.